Hallöchen, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu der Black and White 2 Nuzlocke Challenge. Und bevor wir den Part starten, wollte ich nur einfach mal kurz sagen und ausdrücklich euch mitteilen, wie enttäuscht ich doch über euch bin. Denn einige von euch haben mir im letzten Part tatsächlich vorgeworfen, ich würde ein Product Placement für Pepsi machen. Ich bitte euch. Ich würde doch niemals ein Product Placement für Pepsi machen. Ich unterstütze Pepsi nicht, okay? Wie kommt ihr du darauf, Alter? Was ist das für ein Schmarrn, den ihr da erzählt? Ich supporte und ich bin stolzer Supporter von Penis, okay? Einfach damit das mal geklärt ist, Freunde. Jetzt geht's aber weiter mit der Black and White 2 Nuzlocke Challenge. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Terry Bark, was irgendwo hier scheinbar ist oder zu sein scheint. Kann ich mich in den Weg... Ja, kann ich. Das habe ich früher immer gemacht. Oh je. Das Ding ist, wir haben keine Ahnung... Oh, du bist auch ein Trainer wahrscheinlich, ne? Ja, du bist ein Trainer. Wir haben keine Ahnung, wo das Terry Bark ist. Ich werde jetzt einfach das Pokémon von dieser Route fangen und ein paar Trainer besiegen, um dann dem Cancer hinterher zu rennen. Um eben dieses Terry Bark zu finden. Wow, Alter. Also... Die Level sind gar nicht mal so scheiße, ne? Wollte ich einfach nur mal gesagt haben, so. Biss ist, glaube ich, nicht sehr effektiv auf Felilu. Ich weiß nicht, ob der, das, die schon einen Unlichttypen hat. Oder ob erst die Entwicklung vom Unlichttypen sein wird. Aber was ich weiß, ist, dass Tackle auf jeden Fall die stärkere Variante ist. Denn selbst wenn es nicht resistet wird, ist Tackle einfach Stab und Biss ist es nicht. Von daher ist Biss eigentlich gar kein guter Move für Psycho. Tackle dafür umso mehr. Denn Tackle hat 50 Stärke, ist damit auch nicht so mies. Ne? Und eben, wie erwähnt, Stab. So, gucken wir mal. Wir kommen ein Level weiter mit Psycho. Sogar 1,5, Alter. Holy shit. Und jetzt kommt Strawickel rein. Okay, ich gehe nochmal für einen Tackle, weil ich weiß nicht, ehrlich gesagt, was Strawickel großartig machen will. Genau, kann mich Fadenschussen in der nächsten Runde outspeedet er mich, aber... Was will er schon großartig tun, ne? Gehen wir nochmal für einen Tackle. Er geht nochmal für einen Fadenschuss. Das heißt, er kann mich eh nicht mehr umbringen. Auch wenn er mich nochmal angreifen würde. Das überleben wir auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass Strawickel mich mit einem Tackle one-shotten kann. Er geht eh dreimal auf Fadenschuss. Ja, das ist cool, ne? So viel merken wir vom Hürdenmodus dann doch noch nicht, ne? Dass jemand dreimal hintereinander für Fadenschuss geht. Das ist ein bisschen lame, aber hey, das ist der Anfang des Spiels, das sind die ersten Trainer. Ich glaube, das wird sich noch definitiv genau verändern. Da brauchen wir nur ein bisschen Geduld haben. Dann wird sich das wahrscheinlich früher oder später von alleine ergeben, auch wenn es uns dann wahrscheinlich nicht mehr gefallen wird, wenn das ein oder andere Pokémon dahin rafft, dank Predictions von NPCs, okay? So, wir finden einen weiteren Pokéball und das ist übrigens die Wiese, wo wir ein weiteres Pokémon fangen können. Gibt's hier Voltilam? Yo! Gibt's hier Voltilam? Kann ich mal? So, das ist der Encounter für diesen Hof hier. Ein Yorkleff. Wow. Okay, also wir haben Psycho, wir haben Yorkleff. Ganz schön viele Normal-Pokémon hier am Start, ne? Ja gut, dann machen wir mal den hier. Boots. Oh shit, das hat schon ein bisschen was gemacht. Ich würde gerne das Pokémon switchen zu Puggy. Einfach damit er mich nicht wegkritten kann. Ich habe Angst vor Krits, Freunde. 4 vor Krits. Vor allem, wenn ich noch nicht weiß, ob sie Doppelten oder 1,5 Schaden machen. Aber ich glaube noch Doppelten. Ich glaube wirklich, dass es bis in der 5. Generation so war, Freunde. Alright, dann gucken wir mal. Ja, wir fangen einfach mal das Yorkleff, ne, damit wir eins haben. Wir brauchen es nicht wirklich, weil, wie gesagt, wir haben Nagelotz und wir können uns theoretisch für das Stärkere der beiden entscheiden, aber in Ordnung. Schauen wir mal. Okay, Yorkleff wurde gefangen. Es ist ein Weibchen tatsächlich. Okay. Ein tapferes Pokémon, das jedoch klug genug ist, seinen Gegner zu mustern, bevor es sich auf einen Kampf einlässt. Okay. Alright. Wie nenne ich das Ding? Ich weiß, wie ich sie nenne. Ich weiß ganz genau, wie ich sie nenne, weil Yorkleff erinnert mich immer so an so einen Hund.
krass, dass die Pokémon-Namen länger sein dürfen als der Trainername, Alter. Ich nenne sie Chiquita, ganz einfach. Kennt ihr diese Langhaarhunde, die kleinen Bodenfeger, ne, die kleinen Bodenwischer mit dem Schnauzer so, die oben so einen Schwanz haben, ne, die dann den hat man in so ein Haargummi da reingemacht und dann so einen Palmenschwanz gemacht und ich finde Chiquita ist ein ganz cooler Name für so einen Hund, einfach weil es irgendwie, ich weiß nicht, passt. Das gab's früher des Öfteren, ne, diese Hunde mit den Haarreifen oder Bändern oder whatever. Ja, ein Voltilam wäre schon nicht schlecht gewesen fürs Team, aber in Ordnung. Man hat natürlich dann wieder mal Pech, ne? Und wir gucken uns ganz kurz mal noch Chiquita an. Schauen wir mal, was sie kann. Tackle und Silberblick, das ist ganz normal. Verteidigung plus Init, das ist okay. Mitnahme, hebt gelegentlich Items auf. Okay, interessant. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Hastig, prügelt sich gerne. Okay, das heißt, es hat relativ gute Angriffs-EVs, DVs. Von daher, ja, 11 Angriff kann man leben lassen, ne? Auf jeden Fall. Alright, Freunde. Dann würde ich behaupten, reden wir mal mit dem Jungen hier. Dieser Hof ist echt riesig. Stimmt schon, ne? Die sind schon relativ groß. Oh, ein alter Mann. Oh, ein neues Gesicht. Lass uns gleich mal kämpfen. Ich warte hier schon seit 10 Jahren auf einen Trainer und ich war damals schon eine Experte. Hausmeister Cameron Diaz oder James Cameron. Alright, er leadet mit einem Yorkleff tatsächlich. Oh, warte mal, und das Nagelotz, ja, das Nagelotz ist leider low. Oh, shit. Ich hätte meine Pokémon heilen sollen. Das ist jetzt nicht so gut. Level 7, oh je. Wann wird wohl das erste Pokémon down gehen? Schnüffler, okay, das ist der beste Move, den er hätte machen können, weil, also für mich jetzt, weil das macht einfach gar nichts, ne? Schnüffler interessiert mich null. Silberblick, oh je, kann ich please einen Burn bekommen? Einen Blurn oder noch besser einen Crit? Diesmal kein unnecessary Crit, sondern einfach so ein Crit. Nope, kein Crit, ich kriege einen Tackle. Der mir 9 KP Damage macht. Ist okay. Das zweite Yorkleff oder das zweite Pokémon wird wahrscheinlich im selben Levelbereich sein. Ein Voltilam. Jo. Okay. Naja, der Donnerschock macht mir nicht so viel. Oh, Donnerwelle. Oh je. Das ist nicht so gut. Heuler. Ja gut, der Heuler kratzt mich eher weniger. Mehr nervt mich die Donnerwelle. Aber in Ordnung, das Voltilam kriegt den Burn. Yo, kannst du sterben? Nope, kannst du nicht. Aber egal, du wirst in der nächsten Runde down gehen, ob ich dich jetzt irgendwie treffe oder nicht. Ich treffe dich, das ist gut. Voltilam stirbt somit und gibt mir noch ein paar EPs, womit Puggy auf Level 10 kommt. Ach, ist das schön, wenn der Starter ein bisschen levelt. Puggy entwickelt sich ja auch schon bald, ne? Oh, damit habe ich noch nicht gerechnet. Obwohl du noch so jung bist, bist du schon mächtig flott, ne? Yo, was macht eigentlich ein Hausmeister auf einem Bauernhof? Ne, also ich meine, der Bauer ist es schon mehr oder weniger der Hausmeister. So, ihr dürft mal meine Pokémon heilen, dankeschön. Gucken wir mal. Wow, okay. Interessant, schade, dass man hier nicht rein kann. Das wäre interessant gewesen, eine Mühle. Okay. Also der Hof ist wirklich riesig gerade, ne? Muss man sagen. Kann ich einmal hier rumgehen? Zack. Alter, was willst du denn wieder? Da fällt mir ein. Ich habe hier was Tolles für dich. Paraheiler. Oh, ja, ganz toll. Super. Nice. Benutzt das, wenn dein Pokémon paralysiert ist. Nein, echt? Damn, those tips. Dann muss ich ja gar nicht mehr zur Schule gehen. Okay, wenn ich da runtergehe, dann... ich gehe lieber hoch. Da ist noch ein, wahrscheinlich so ein kleiner Jüngling, ne? So ein Teenager. Du hast ganz schön Pech, dass einem starken... Oh Gott. Ein Teenager mit großen Ambitionen. Alright. Teenager Billy. Schauen wir mal, was Teenager Billy so auf dem Kasten hat. Ein Nagelotz auf Level 7. Okay. Ich würde gerne Madame Würmle ein bisschen trainieren, ehrlich gesagt. Aber irgendwie ist Psycho doch noch ein bisschen wichtiger. I don't know. So, mal schauen. Ja, ich... Oh, okay.
Gar nicht mal so viel. Das waren 6 KP. Im Gegensatz zu meinem Tackle war das gar nichts, ne? Nein. Cool, Level 9. Also das Leveln geht ganz gut voran. So. Angriff plus 2, das ist super. Von Teenager Billy wird ein Enton in den Kampf. Wolke 7. Ja. Okay. Diese Typings, ne? Nassmara, okay. I see. Du bist leider kein Psycho-Pokémon, obwohl dein englischer Name Psyduck ist. Deswegen bringt mir bis rein gar nichts und ich töte dich mit einem weiteren Tackle. So. Alright, also unser Team bekommt langsam Form, obwohl das natürlich niemals das Endteam ist, was wir hier haben werden. Vor allem, weil es irgendwie 3 Normal-Pokémon sind. Ne, alleine deswegen werde ich das so nicht behalten. Oh. Da habe ich irgendwas gehört. Hast du das gehört? Ey, ich schwöre, der Typ ist irgendwie zu energiegeladen. Ich sehe hier nach. Du suchst dort drüben. Aber ich will das Item haben. Oh. Da vorne ist der Hundi-Boy. Bei so einem Typen. Ein Trank. Alright. Oh, und da unten hätte ich das Item geholt, wäre ich da nicht mehr rangekommen. Das passt schon. Alter, wir hätten einen Enton finden können hier. Ein fucking Enton mit Wolke 7? Wir hätten ein Enton fangen können. Anstattdessen finden wir ein Yorkleff. Was soll ich zu meinem Nuzlocke-Luck schon sagen, Freunde? Ich hatte noch nie besonders großes Luck, außer natürlich in der letzten Nuzlocke, muss man ganz klar sagen. Was bist du denn, Alter? Dieses Gejaul. Endlich haben wir dich gefunden. Ein Glück. Ich sag dem Besitzer Bescheid. Bleib du hier bei ihm. Mist, du störst. Ich gehöre zum Team Plasma. Wir verbringen selbst heulende Kinder. Was? Heulende Kinder zum Verstummen? Yo. Hast du schon von uns gehört? Nee. Im Ernst? Wir sind eine aufrechte Organisation, die vor 2 Jahren die Herrschaft über Einal übernehmen wollte, um alle Pokémon zu befreien, wie dem auch sei. Dummköpfe wie du werden uns niemals verstehen. Aber davon einmal abgesehen. Ich bin diesem Terrybark gefolgt und habe mich hier total verlaufen. Und dann finde ich ausgerechnet ein Kind? Nö, das ist alles deine Schuld. Nimm das! Ich erhalte das Item Frustration. Okay. Ich werde den Rückzug nutzen. Du kämpfst nicht mal gegen mich. Du haust einfach ab. Ja, was ist denn das für ein Team, Alter? Okay, der Terrybark ist anscheinend... Oh, da kommt wieder der Junge. Der Junge aus dem Bergen. Oh, Terrybark, was ist dir nur passiert, dass du ganz allein hier gelaufen bist? Jedenfalls bin ich euch sehr dankbar für eure Hilfe, Freunde. Du bist ja ganz schön unbekümmert. Dein Pokémon hätte für immer verloren sein können. Pass gefälligst besser auf. Jo, der Junge ist ein bisschen zu serious, ne? Der meint alles so, der nimmt alles ein bisschen zu krass. Was ist ihm denn zugestoßen, dass er sich so aufregt, wenn ein Pokémon verschwindet? Komm, Terrybark, die anderen warten auf uns. Lass uns nach Hause gehen. Ja, das weiß ich leider auch nicht. Ich kenne den Typen nicht. Ist nicht mein Bro, sorry. Also, naja, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Alright, Frustration haben wir gelernt. Wem bringe ich Frustration bei? Soll ich Chiquita Frustration beibringen? Ich meine, wir sind jetzt noch nicht so dicke miteinander. Kann nicht gegeben. Ich will lernen. Oh Mann, Alter. Also diese alten Gens, ne? Damals noch, dass man nichts machen konnte. Je unbeliebter der Trainer bei seinem Pokémon ist, desto größer ist die Wirkung. Ja, will ich das wirklich? Frustration. Ich könnte es Psycho lernen? Ja, ich könnte es auf jeden Fall Psycho lernen, oder? Ja, machen wir das mal. Nee, Geduld werden wir niemals brauchen. Ganz einfach, weil Geduld Bullshit ist. Vor allem in der Nuzlocke. Oh, die Attacke bleibt aber. Die kann ich tatsächlich mehreren Pokémon beibringen. Das ist ja interessant. Cool. Okay, hier haben wir einen Shortcut zurück zum Hof. Den nehmen wir auch gleich. Viel
Vielen Dank. Das habe ich dir und deinem Pokémon-Team zu verdanken. Ihr seid echt toll. Kann es sein, dass Laura euch trainiert hat? Nein. Er will mich trainieren aus irgendeinem Grund, aber keine Ahnung. Ich komme nicht drauf klar, dass diese Autos so breit sind. What the fuck sind das für Autos, Mann? Sowas habe ich noch nie gesehen. Okay, Route 20. Wie komme ich da hin, Alter? Wahrscheinlich vom Wasser, ne? Da müsste es eigentlich eine Treppe haben. Also einen anderen Weg hier rein gibt's nicht. Alright, dann haben wir jetzt weitere Pokémon gefangen. Wir haben unseren Kumpel zurückgeholt und können jetzt zurück zu Lauro, warum auch immer wir das tun sollten. Oh, wie sieht's aus? Konntest du deinem Freund die Karte überreichen? Du und dein Team, ihr wart nun eine Weile weg. Dennoch seid ihr gewachsen. Alles klar, vergessen wir das Training. Ich will, dass ihr mir zur Hand geht. Junge, du kannst dich wohl nicht entscheiden, ne? Okay, bevor ich aber irgendetwas tue, Freunde, gehe ich mal ganz kurz zurück ins Pokécenter und heile meine Pokémon, denn ich habe keine Lust, jetzt abzunippeln, weil mich irgendein Kampf erwartet. Hoppala. Vor allem würde ich gerne mal das Stravickel, ne? Madame Würmler würde ich mal gerne hier trainieren, die Olle. Ja, unser Team ist sehr speziell. Drei Normal-Pokémon oder zwei Normal-Pokémon. Interesting, Freunde. So, ja, Psycho und Poggi sind relativ gut gelevelt. Madame Würmler im Gegensatz dazu gar nicht. Und Chiquita ebenso nicht. Weißt du was? Wenn Chiquita, wenn die Frustration bleibt, dann kann ich Chiquita das auch beibringen. So, nice. Hat geklappt. Alright, dann würde ich behaupten, gehen wir mal zum Lauro. Genau, das war der Weg zurück. Okay, zack. Hier ging es nicht weiter. Okay, dann müssen wir wirklich anscheinend zu dem Typen nach Hause. Yo, hier könnte man ein paar coole Pokémon-Battles veranstalten, ne? So vor dem Haus, so eine Arena. Das ist cool. Okay, zack. Einmal da rein. Oh, ich glaube, da hinten geht's weiter. Habe ich da richtig gesehen? Oh, Lauro, mit diesem Trainer sollten wir trainieren? Echt jetzt? Das sieht aber ziemlich stark aus. Das stimmt, dieser Trainer ist sehr stark, aber man kann auch aus Niederlagen viel lernen. Und die wichtigste Lektion ist, dass man bei Pokémon-Kämpfen vor allem Spaß haben muss. Naja, nicht bei der Nuzlocke. Da geht's ums Gewinnen. Also, Sefi, bitte tritt gegen die beiden an. Okay. Also, ich zeige dir jetzt, wie cool mein Pokémon ist. Oh je. Oh je, Mann. Das wird ekelhaft. Ein Schulkind. Schulkind Gregor. Okay. Vegimak. Oh mein Gott. Okay. Level 10 Vegimak. Hätte ich doch nur eine Käferattacke, dann wäre das Ganze sehr cool. Ich kann aber unmöglich angreifen, weil der wird mich einfach auseinandernehmen. Ich nimm dich auseinander! Ich wechsle mal zu Poggi, einfach weil wir Typenvorteil haben. Und Vegimak tackeln kann. Oh, please, keine Para. Okay, dankeschön. Dankeschön. Vielleicht sind die Hacks in dieser Gen nicht so krass gegen uns. Alter, ich hätte trotzdem Faden schussen sollen, ne? Come on, Alter. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Die Edition hasst uns. Oh, oder auch nicht. Obwohl, es ist total irrelevant, ob er den Burn kriegt, weil es eh ein Two-Hit ist. Und der Schlecker hätte niemals viel Damage gemacht. So, Madame Würmler bekommt 200 Erfahrungspunkte. Das bedeutet, die wird jetzt ein gutes Stückchen leveln, meine Freunde. Level 5. Level 6 sogar. Wow. Okay, Schulkind Gregor wurde besiegt. Ich muss mir noch einiges was lernen, okay. Also das mit dem Text nach den Kämpfen ist ein bisschen unfortunate. Das war echt ein großartiger Kampf. Ihr könnt beide stolz auf euch sein. Achso, das ist der Lauro. Goddammit. Ich verwechsel, ne, die Textboxen immer, wenn da kein Name steht. So, weiter im Text. Jawohl. Aber erlaube mir zunächst einmal, das Team aufzufrischen. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wahrscheinlich kommt sie jetzt mit Sodamak, oder?
I don't know. Wahrscheinlich Sodamak, oder? Ja, Sodamak. Das musste natürlich noch sein, Freunde. So, Madame Würmle, komm da rein. Leider habe ich keine Pflanzenattacke. Schlecker. Du hast bereits ein Item, du hast einen Trank gefunden. Ja, nice. Ich gehe mal zu Psycho, weil wenn sie wirklich... Sie geht nicht für eine Aquaknarre, weil das wird resisted. Und der Schlecker wird immunisiert vom Psycho. Natürlich geht sie jetzt vom Kratzer. Okay, cool. Alles klar, mach was du willst. So, Frustration. Gucken wir mal, was es für ein Damage macht. Ne? Bei Sodamak können wir das relativ gut testen. Frustration. Boots. Okay, das macht gar nichts. Tackle, schauen wir mal. Das hat circa 30% gemacht. 33%. Holy shit. Tackle macht ebenfalls so viel? Oh je, Leute. Ehrlich gesagt will ich gar nicht 10-mal rausswitchen, aber irgendwie muss ich, ne? Ich hab echt keine Lust, dass Sodamak mich jetzt wegrettet. Ah, Muskelkater. Oh, Leute. Ah. Puh. Ja, ich habe wirklich keinen Bock, dass das Ding mich jetzt wegritte mit dem Kratzer, ne? Von daher, ich muss für den Tackle gehen. Schlecker. Jetzt geht sie für den Schlecker. Ja, das ist ja interessant, Alter. Boots. Okay. Das reicht nicht, um Sodamak zu killen, Alter. Wie bulky ist das Ding? Ja, Frustration und Tackle machen ungefähr gleichen Damage, von daher lohnt es sich eigentlich gar nicht, Frustration zu spammen. I don't know. So, Puggy kommt auf Level 11, das ist gut. Alter, schon wieder ein Angriffs-EV, Point dazu, obwohl minus Angriffswesen, das ist so eine Verschwendung. Mit einem Plus, mit einem mutigen Wesen, wären wir jetzt easy auf 20 Attack, Alter. Mit, auf einen 20er Bizeps, ne, hier. Boots, 20er Bizeps zum Start, Leute. Oh je, okay. Also, das war mal wirklich ein erquickender Kampf. Man konnte richtig sehen, wie viel Spaß alle Beteiligten... Okay, wenn du meinst. Meine Pokémon haben uns ums Überleben gebannt und gekämpft. Was sagst du, Sefi? Die Typen der Pokémon sind ein wichtiger Faktor beim Kampf, nicht wahr? Wasser ist stark gegen Feuer, Feuer ist stark gegen Pflanze und Pflanze ist stark gegen Wasser. Aber die Wechselwirkungen, ja... Da kenne ich. Dann wollen wir mal dein tapferes Pokémon wieder aufpäppeln. Stravickel, du hast von einem Team... Ja, Stravickel war ziemlich nice, ne? Pokémon und Menschen zu treffen, die man sonst nie getroffen hätte. Das ist einer der Vorzüge einer Reise. Stimmt. Oh, das sind 3 Pokébälle. Wahrscheinlich die ganzen Max, ne? Soda, Vegi und hier der andere Mag. Pyromag oder so. Dann gehe ich eben wieder, wenn du mir nichts weiter zu sagen hast, mein Junge. Oh, wer bist du denn? Ich weiß, wir kennen uns nicht, aber ich habe hier etwas für dich. Keine Widerrede, nimm's einfach. Was ist das? Medaillenbox. Okay. Das ist eine Medaillenbox. Ich bin Dr. Medi... Was? Medaille. Alje? Alje. Schon einmal von mir Medaillen... Achso. Dr. Medaille. Oh mein Gott. Dr. Mediziner... Steht Med für Mediziner? Ich glaube ja, oder? Dr. Medaille. Von der Medaillenjagd gehört. Oh Mann. Du bist ein richtiger guter Boy, Alter. Und selbst wenn, ich erkläre dir trotzdem, was es damit auf sich hat. Bei der Medaillenjagd werden deine Fortschritte als Trainer... Okay. Erste Schritte. Okay. 6 Tippmedaillen, eine eben vom Rande. Wenn du fragst, kannst du mit dem Pokémon Center abholen. Was für strange Sachen es in den vergangenen Editionen gab, ne? Sefi, man hat mir mitgeteilt, dass der Leiter von der neuen Pokémon Arena von Aventura City endlich eingetroffen ist. Von Aventura City? Es gibt eine Arena in der allerersten Stadt? Gab's das jemals schon? Wow. Schau doch doch mal dort vorbei und überzeug dich, wie stark du geworden bist. Ja, ich wüsste halt gerne, was für einen Typen die haben, ne? So, hier haben wir wahrscheinlich noch ein I. Oh. Wow.
Wo zum Teufel bin ich? Hier. Ich bin in einem Wald. Okay. Drei tiefe Risse. Holy shit, was ist hier passiert, Mann? Ist hier der Ninja-Krieg ausgebrochen, oder was? Okay, ich gehe mal davon aus, dass dieser Ort später noch wichtig sein wird in der Story, wenn es um die legendären Pokémon geht oder so. I don't know. Übrigens, ich finde die legendären Pokémon aus der 5. Gen mit Abstand die unnötigsten und hässlichsten Scheißviecher ever. Aber das ist Geschmackssache. Es gibt Leute, die tatsächlich... Also, ich meine, Palkia war auch keine Schönheit, ne? So, Dialga war, okay. Obwohl auch das Design von Palkia... Dialga war okay, meine ich, falls ich das nicht gesagt habe. Obwohl das Design null Sinn macht. Und Palkia, naja... ist irgendwie scheiße ugly. Aber Zekrom, boah, Junge. Einfach unnötig. Das Einzige, was ich noch irgendwie cool finde, ist Kyurem. Und das auch nur, weil es irgendwie so ein Krüppel-Pokémon ist, ne? Okay, also in der ersten Stadt gibt es eine Arena. Gut, Freunde. Dann würde ich behaupten, sehen wir uns im nächsten Part in Aventura City, in der allerersten Stadt. Und gucken uns mal die erste Arena an. Werden sie wahrscheinlich auch direkt bestreiten. Ich bin sehr gespannt, was für Typen diese Arena haben wird und ob wir eine Chance haben werden. Das und noch viel mehr sehen wir in der nächsten Folge. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr weitere Parts sehen wollt von Pokémon Black and White 2, der Nuzlocke Challenge mit mir, Sephiron. Wir sehen uns beim nächsten Mal.